Oh! Hier! Seit wann rülpst man ab Rotwein? Steck ne Banane in dein Ohr. Was ist das für ein Bananenkorb? Du wirst niemals glücklich so. Probier's mal mit Humor. So, ich habe jetzt ein paar Intros rausgesucht. Das sind die Intros von Leuten, die heute noch Videos kommentieren. Also wirklich, Shoutouts gehen raus an diese Leute. Intro für Kieselsteichen, mein Schweizer Freund. That rhythm. So entstehen Freundschaften, Alter. So entstehen Freundschaften. Nächstes von dieser Chris. Shoutouts gehen an Chris raus. Ich brauche Wein. So, ziehen wir uns das rein. Ey, ich hatte damals sogar Ansprüche. Für gratis Intros mindestens 20 Abonnenten und meiner Meinung nach die Videos, die man sich geben kann. Der Satz ist beendet, Alter, der gibt keinen Sinn. Einfach in den Kommentaren fragen, ja. Danke dir, werde ich direkt benutzen. Wie geil, wie immer. Zappel LP, ich weiß nicht mehr, ob der noch meine Videos guckt. Oder der hat auch noch lange kommentiert. Ich finde das sogar richtig nice. Kann man machen? Gönnen wir uns das mal. Now for the beat. For the beat. Now for the beat. Now for the beat. Das war von der Animation her, also ich habe das ja in einem wacken Painter-ähnlichen Zeichenprogramm gemalt und das einfach Bild für Bild in Premiere eingefügt. So, und dann das Intro für Cuddy, den Iron Man. Drop the bomb. Heißer Scheiß, Alter. Dann einer in den Kommentaren. Schade, dass mein Intro nicht so cool ist. Was los? Die waren alle scheiße. Hier, nächstes Video. Ein Tag in der Schweiz. Das war das erste Video, was wirklich nur aus Musik und Videomaterial bestand. Also ein Edit. Mein erster Edit. Also das der off... Nicht... Ja. Der inoffizielle erste Edit. Was war das dort? Was war das? Zensiert. Gönnt euch! Gönnt euch! Ich muss sagen, ich hab mir gegönnt. Das ist doch einfach das gleiche Footage rückwärts wie vorhin. Was wurde? Ich hab da...
Alter, ich habe damals einfach Clips dreimal gebraucht. Ich habe für das 18 Likes bekommen. YouPoop! Shoutouts gehen auch an ihn raus. Sony Vegas for the win. Und mit er hat mir halt damals so ein bisschen Vegas beigebracht. So, wenn ich mal Fragen hatte, so hat er mir geholfen. Ehrenmann, check die Videos aus. Ich war so ein Internet-Huso. So was im Internet so social, also vor allem so das, also ihr kennt ja die Leute, die immer mit flexen müssen, dass sie etwas oder eine Person länger kennen und du dir dann so denkst, Mashallah, ist mir einfach egal, so. Und das mache ich jetzt, weil ich habe hier hahaha XD Hashtag Tanzverbot Army 4 Jahren. Ich habe es geschrieben, als das Video rausgekommen ist. Das heißt, es ist 4,5 Jahre her. Ich bin seit 4,5 Jahren in der Tanzi-Army und bin es heute noch. 100 Abo-Special! Heute habe ich das Zählfache. Hat ein Maul, Alter. 22.05.2016. Ah, oh, ich kann mich an das Video erinnern. Ich brauche mehr Wein. Hätte ich auch mein 100. Video. Hey, das war mein 100. Video. Wie ihr seht, war ich damals viel aktiver. Ich habe sicher so 2 bis 4 Videos in der Woche gemacht. Also ich meine, ich war 6. und 7. Klässler so. Da hat man halt mehr als genug Zeit. Weiter. Hallo, ich bin's Gracie. Das hier ist mein 100 Abo Special, gleichzeitig auch mein 100. Video. Betreibe diesen YouTube-Channel schon seit einem halben Jahr mit Leidenschaft. Andere machen das aus Geld oder weil es einfach die anderen auch machen. Es gibt Leute, die mich mögen oder hassen. Ich bin sehr stolz auf meine Community und habe auch sehr viel Spaß daran, die Kommentare zu lesen. Trotz vielen Dislikes auf meinen Videos habe ich im Ganzen nur 3 negative Kommentare bekommen. Bin ehrlich und verarsche euch nicht. Manchmal macht es mir wirklich nicht Spaß, ein Video zu machen. Es befriedigt einfach manchmal meinen Wille, es hochzuladen. Ich gebe mir sehr viel Mühe bei meinen Videos und die sind nicht einfach hingerotzt. Es wirkt nach wenig Arbeit, aber dahinter steckt viel mehr, als man denkt. Deep. Ich habe halt diesen Text so... Ich habe den halt gemacht, dass es zum Video, dass ich irgendeinen Text habe. Ja, weiter. Eineinhalb Jahren. Hottie. Deep. Oh, was kommt jetzt? Oh, was kommt jetzt? Jetzt, ja. Hallo Leute und willkommen zu einer Runde Skriber. Oh, so Leute, ich würde sagen... Was stand da? Nach unzähligen Ausraster. Oh, so Leute, ich würde sagen, das war's mit der gechillten Runde Skywars und Cheese. Ich verstehe den Schluss nicht.
Also ich check, dass das der Flieger sein soll, den ich vorher im Video runtergeworfen habe, aber ich check's nicht. Tut mir leid, YouPoop. Ey, das ist meine erste YouTube-Kacke. Nagelneuer Benzer, Arme aus den... Eine Million, du kennst Hand auf der Bank. Verdammt, ich bin immer noch... Hundescheiß-Sneaker, bin ein so präziser Scharfschütze. Treffe dein Hundescheiß-Riese und bang deine Schwester, Freshman. Steig ins Fahrzeug ein, du willst auch ein Hundescheißer sein? Das ist echt nicht leicht, rock deine Schwester von einem fresh Hundescheiß, Freshman. 8 Millionen, du kennst Hand auf der Bank. Verdammt, ich bin immer noch live geil. Und dein Hintermann in meinem Besitz ein scheiß Auto ist und bleibt ne Kettkarre. Mein erster YouTube-Kacke. Woo! Bester Moment aus dem Stream mit der Kadi. Ah, das kann ich mich erinnern. Ah, geil. Das ist witzig. Kannst du ein Kind von dir haben? Geweckt, willst du Lava setzen? Nein, ich bin ganz lieb. Jetzt sieht er mich nie! Er sieht mich nie! Ich bin auch langsam in den Stimmbuch reingekommen. Komm, wir verstecken uns hier! Genau, mach Lava über mich! Das machen wir nachher so. In der nächsten Runde machen wir gezielt da. Tschüss. Das ist ja mega gut. Nein, du Arsch! Nein! Nein! Ich schwöre! Ich schwöre! Nein, ich will nicht! Ich habe damals ja noch mehr oder weniger unregelmäßig Streams gemacht. Mein Popo brennt. Das habe ich mit Chris gemacht. Wie gesagt, Shoutouts gehen raus an Chris. Und das war eine Parodie auf mein Bizeps brennt. Mein Popo so voll brennen, anstatt vor mir immer weg zu verhurzen. Ich wollte das Klo anvisieren und bin seitdem nur noch am Trainieren. Es liegt im Klo noch mehr als unser Popo, und das ist Haribo. Unser Popo brennt, wir sind dezent, ein soziales Experiment, permanent. Und das Alter, ich glaube, das braucht mehr Alkohol. No shit, no cap, Alter, ich nehme schon 1,5 Stunden auf. So, hier, ein Video. 16.07.2016, der schönste See der Welt. Ich hab wirklich mit der Zeit mehr Effekte drauf, also es wird besser. Oh, dieser Part ist wirklich, der ist... Ich bin angetrunken. Dieser Part ist... Also ich habe aus irgendeinem Grund in einem 2-Minuten-Edit vier Lieder gebraucht. Ich wollte es damals so. Also ich sag nicht. Darum auch... Message noch von mir, auch noch eine Message von mir jetzt an dieser Stelle. Leute, wegen Videos oder wegen kreativen Sachen zu judgen oder schlecht zu reden, aus irgendeinem Grund, egal, vielleicht ist das Video schlecht so. Oder der eine Effekt ist halt nicht so, wie es jeder macht. Judgt vor allem im kreativen Bereich keine Leute, Alter. Das würde ich auch persönlich nie machen, irgendwelche Leute judgen. Also wenn zum Beispiel jemand ein Video zeigt, was er gemacht hat, so hier, guck mal, aber ist natürlich nicht so gut wie dein Stuff, dies, das, bla bla. Mein Stuff ist nicht besser, so, versteht ihr? Das hat auch Rezo gesagt im Tubo-Video. Judged keine Leute für das Zeug, was sie machen. Genau.
Tekken. Natürlich, man kennt ihn. Und nochmal ergänzend dazu, die einzige Person, die ihr chargen sollt oder dürft, seid ihr selber. So wie das Video ihr hier seht, habe ich mich damals dafür entschieden, das so zu bearbeiten. Und dann passt das, Alter. Auch den alten Stuff, den ich gemacht habe. Am Schluss gehört es dann halt auch zu meinen Erfahrungen und meinen Skills, so was ich drauf habe. Nach 5 Jahren bekomme ich so gut wie nur positives Feedback von den Leuten, so, die sind immer so wow, fuck! Geiles Video. Damals so dein Video ist so wack, dein YouTube-Kanal ist wack, hör auf mit der Scheiße, töte dich. Wenn ich kleine Kiddies andere sehr fertig machen im Internet oder im echten Leben, Alter, ich schwöre, ich würde dich so zusammenboxen, Alter. Man sagt ja, man sollte keine Kinder schlagen. Sein 11- bis 13-jährigen Huso, der das Gefühl hat, er muss andere runtermachen, Alter, den zusammenfalten, so pressen, dann in die Müllabfuhr, Alter. Kinder sollte man in die Müllabfuhr tun. Oh yeah, oh ba, ba du bi du wa du gua, swa du wa du wa du mua, he du wa, 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 wa du wa du wa.